Hallo zusammen! Passend zu meinem 4X-Raum-Weltraumstrategie-Video ist jetzt auch endlich mal wieder ein Kickstarter eingetrudelt, auf den ich schon länger warte. Oder was heißt warte? Ich habe den ganz vergessen, dass es den gibt. Und zwar ist Stellar Expedition reingekommen, wo man, wenn man das so sieht und auch mal so einen Überblick über das Spielbrett erhält, so auch die Idee praktisch in einem keimen könnte: Das ist ein 4X-Weltraumstrategiespiel. Aber nein, das ist es nicht. Da haben sie auch viel Wert drauf gelegt, das praktisch nochmal zu bestätigen. Das ist im Prinzip maximal ein 2X-Weltraumspiel, nämlich, wie der Titel schon sagt, es geht hier um Exploration und vielleicht um Expansion, aber es gibt hier keinen, wir schießen uns gegenseitig irgendwelche Flotten und Raumschiffe weg oder beuten Planeten oder sowas aus. Um das geht es nicht. Das ist praktisch ein ganz chilliges Weltraum-Entdeckespiel, in dem man praktisch neue Systeme anlegt und dort Botschaften auf den Planeten baut und dann Crewmitglieder anheuert, die praktisch seine eigene Mannschaft verstärken mit Fähigkeiten, die man vielleicht braucht, um irgendwelche Missionskarten zu erledigen, weil da irgendwelche Diplomatiefähigkeiten oder medizinische Fähigkeiten oder sowas verlangt wurden, damit man dort Siegpunkte generiert. Das Spiel ist jetzt gekommen, ich habe es jetzt mal gelernt und Probe gespielt und mir angeschaut und möchte euch heute jetzt mal zeigen, wie das aussieht, wie es funktioniert und wie ich das so empfinde, das Spiel. Fangen wir einfach mal an. Los geht's. Ja, ich habe hier jetzt mal Stellar Expedition hier aufgebaut für ein Vierspielerspiel. Sieht alles ein bisschen konfus aus, weil wir haben einen Haufen Stapel mit Zeug überall, der ganze Tisch ist voll und es ist gar keine richtige Ordnung da. Das ist so ein bisschen ein Problem, weil wir haben halt einen Haufen Marktplätze, sagen wir mal, und Kartennachziehstapel, je nachdem, was man haben will. Wir haben Crewmitgliederkarten, wir haben die Planetenkarten, die wir vielleicht entdecken. Und dann hat jeder Spieler noch so sein Tableau, was im Prinzip sein Raumschiff darstellt. Mit halt, ich ziehe die mal hier hoch, mit im Prinzip so, ja, spiegelt jetzt halt ein bisschen doof, ne? Im Prinzip zeigt es halt an, was der Status gerade von Rohstoffen ist, von Kristallen oder vom Einfluss, den man halt hat. Und dann hat man hier noch solche Slots für Verbesserungen vom Raumschiff. Und es, im Prinzip gibt es auch einen Ablagestapelbereich hier, ne? Es gibt hier den Stapel von Planeten, die mir gehören, Karten, die ich gerade benutzt habe, die im Transit sind, Solo-Missionen und Sickbay, also im Prinzip Leute, die gerade verwundet sind und auf der Krankenstation liegen. Und die Karten werden im Prinzip dann halt zu verschiedenen Punkten im Spiel wieder auf die Hand genommen, weil während der Sickbay ist, der wird, nachdem er heilt, erstmal zum Transit rübergelegt und die Sachen vom Transit nehme ich nachher auf die Hand. Deswegen ist es alles so ein bisschen viele Ablagebereiche für verschiedene Dinge. Und diese 6 Slots könnten zum Beispiel hier solche Verbesserungen sein, die ich da reinkaufe und dann das Schiff upgrade. Ja, aber dazu nachher mehr. Grundsätzlich machen wir hauptsächlich in dem Spiel, wie schon gesagt, wir fliegen mit unserem Raumschiff von unserem Heimatplaneten, welcher in der Nähe des Warp Gates sozusagen ist, fliegen wir los und entdecken praktisch weitere Planeten mit verschiedenen Eigenschaften und siedeln uns dort an und setzen dort Botschaften drauf sozusagen und rekrutieren Crewmitglieder. Es findet kein Kampf, keine Schlacht oder irgendwie ein Bombardement oder sowas statt, das gibt es hier nicht. Es geht praktisch darum, entdecke Planeten und setze dort eine Botschaft drauf. Und erledige im Prinzip Aufträge, Missionen und Challenges. Das sind im Prinzip diese 3 Stapel da drüben, die gibt es in Bronze, Silber und Gold. Und hier sind das praktisch diese Karten hier und man hat da immer 3 vor sich liegen. Und das hier sind praktisch die Exploration Points, also die Siegpunkte, sage ich jetzt mal in Zukunft, die man erhält, wenn man diese Aufträge macht. Ja? Und die haben halt verschiedene Schwierigkeitsgrade, sind verschieden aufwendig, sagen wir mal so. Deswegen würdest du auch mehr oder weniger Siegpunkte dafür bekommen. Und um diese zu erfüllen, brauchst du halt im Prinzip Crewmitglieder, die verschiedene Fähigkeiten mitbringen. Ja, und weil du praktisch beweisen musst, ich erledige diesen Auftrag und brauche dafür jetzt halt 2-mal Diplomatie-Skill und 1-mal irgendwie Gedanken lesen oder irgendwie sowas. Und dann könnte ich das praktisch ablegen und dann würde ich eine Alien-Language übersetzen. Und unten bekomme ich noch irgendwelche Boni. Doch dazu kommen wir jetzt gleich. So, wie gesagt, starten wir das Spiel mit unserem Raumschiff auf diesem Planeten und auch der zugehörigen Planetenkarte. Da steht im Prinzip auch nochmal alles drauf, was auf diesem Hex hier drauf liegt. Alles, die sind immer gleich aufgebaut, die Hexes. Ne? Alles, was hier drüben steht, sind Rohstoffe,
die wir am Beginn der Runde bekommen, nämlich dreimal Metall und ein Kristall. Das ist der Typ des Planeten, so ein industrieller Stadtplanet sozusagen. Und hier steht drauf, was wir praktisch, wenn wir Crewmitglieder anheuern von diesem Planeten. Der Level 1 Crewmitglied bringt diese Fähigkeit mit, der Level 2 Crewmitglied die und der Level 3 Mitglied die. Und damit man da nicht immer so auf dem Spielbett da so rumsucht, oh, wo war jetzt der Planet denn gleich nochmal und so, bekommst du praktisch auch für jeden Planeten diese Karte, wo im Prinzip das Gleiche nochmal übersichtlich draufsteht. Ja, hier Level 1, 2, 3 und ein bisschen Flavortext und so. Und auch wie viel Rohstoffe bringt der Planet ein. Und was noch wichtiger ist, was kostet es mich, eine weitere Botschaft drauf zu bauen? Diese Würfelchen, die hier drauf sind, sind die Botschaften. Ich gehe praktisch zu neuen Planeten und setze dort erstmal praktisch so ein Botschaftshäuschen hin. Und auf normalen Planeten, jetzt mal den da zum Beispiel, da würde draufstehen, die erste Botschaft, der Einser, kostet mich drei solche Metalle. Ja. Und du kannst bis zu drei Botschaften auf dem Planeten bauen. Deswegen gibt es hier dann auch Preislisten. Das zweite Botschaftsding kostet so und das dritte so und so. Und warum solltest du überhaupt drei drauf bauen? Es hat halt verschiedene Vorteile, weil ich habe ja Crewmitglieder. Ja? Also ich habe ein Level 1 Crewmitglied und das bekomme ich, wenn ich eine Botschaft Level 1 habe. Dann kann ich bis zu Level 3 Crewmitglieder, die können, die sind stark, die haben tolle Fähigkeiten und sonst was, die bekomme ich natürlich nur, wenn ich dementsprechend auch hohe Botschaften habe. Außerdem lässt mich eine Botschaft Level 3 oder drei Botschaften auf dem Planeten das Doppelte an Ertrag bekommen, das hier draufsteht. Wobei so einfach ist dann auch wieder nicht. Ich springe jetzt mal ein bisschen vor. Nehmen wir mal an, ich hätte da kommen jetzt noch Planeten dazu. Ja? Ich spiele jetzt ein bisschen voraus. Und die gehören mir, meinetwegen. Ich habe sie irgendwann mal zu Botschaften gemacht. Die Rohstoffe, die diese Planeten produzieren, bekomme ich eigentlich nur, wenn ich mit meinem Schiff dort bin, um die auch einzusammeln. Also der Heimatplanet, den bekomme ich immer. Den bekomme ich direkt in meinen Vorrat, weil es ist mein Heimatplanet, da bin ich ja, logisch. Den Planeten da, macht zwei von den Eisenerz, bekomme ich auch, weil mein Raumschiff ist da. Den Planet bekomme ich nicht, ist ja keiner da, der es abholt. Aber ich kann hier, ich habe hier bis zu vier Marker, ich kann den Planeten schon produzieren lassen, aber der legt es dann sozusagen auf Halde, auf eine Palette oder so und wartet, bis ich mit meinem Raumschiff vielleicht irgendwann mal vorbeikomme und das Zeug mithole oder so. Ja, das kann ich schon machen. Aber überhaupt, dass ich Sachen einsammeln darf und überhaupt, dass das mein Planet ist, dazu brauche ich eine Botschaft. Das ist eine von den Aktionen, die man während dem Spiel machen kann, Botschaften bauen und das sollte man auch tun. Und im Prinzip habe ich jetzt hier auch schon zwei Aktionen auch gezeigt, die so passieren. Nämlich, man wird immer in der Phase 2, also die erste Phase, ich habe es hier mal, ist die Produktionsphase. Man holt die Rohstoffe, die auf Planeten sind, habe ich gerade gezeigt. Und zweite ist die Discovery Phase. Jeder Spieler, der dran ist, nimmt vom Stapel zwei Planetenkärtchen. Das kann ein Asteroidenfeld sein, es kann ein Planet sein, es kann irgendein schwarzes Loch oder sowas sein. Und diese zwei legt er dann praktisch angrenzend hin, dort wo sein Schiff gerade ist. Muss man machen. Ja, irgendwie, bumm. Und natürlich geht es nur, wenn das Schiff derzeit auch an dem Rand von dem Spielbrett ist. Es geht jetzt hier gerade nicht wirklich gut, aber nehmen wir mal an, mein Raumschiff wäre jetzt da aus irgendeinem Grund, wenn das ginge. Dann hätte ich ja nur einen Slot, den ich bebauen kann, also darf ich auch nur eines ziehen. Und so wird das Spielbrett praktisch in alle Richtungen immer vergrößert, weil alle Spieler machen das ja. Wir holen aus diesem recht hohen Stapel an Systemen praktisch Planeten raus und legen die dann hin. Und dann können wir dorthin fliegen und dort Botschaften bauen. Das ist die Discovery Phase, einfach das Spielfeld vergrößern. Und einen kleinen Exkurs, das Spiel hat so ein paar Module. Das ist jetzt, was ihr hier seht, ist eigentlich im Prinzip nur das Basisspiel. Ich kann hier noch reinmischen, wenn ich da lustig bin, könnte ich noch legendäre Planeten reinmischen, mit dem L markiert, die einfach ein bisschen mehr die Schlacht von Fox 360, okay, Wolf 359, und halt solche Sachen, und dass einfach mehr Planeten drin sind, die mehr Power haben, ein bisschen schwieriger zu spielen sind, oder irgendwie Gefahren, schwarze Löcher, Supernova, Pulsare und was, was Teufel, wo man halt eine Würfelprobe machen muss, ob einem was passiert, kann man reinmachen, muss man nicht. Irgendwas anderes gibt es noch, dann gibt es irgendwie noch Artefakte, also irgendwelche Sprungtore von alten Alien-Zivilisationen. Also ich kann den Stapel schon richtig groß machen, damit es auch mehr Vielfalt hat. Nachdem wir diese Discovery-Phase fertig haben, kommt doch schnell eine Sensor-Phase.
Das im Prinzip nimmt man zwei Würfel, die haben verschiedene Motive drauf, würfelt und handelt das Ergebnis ab. Ergebnisse können sein, dass man Ereigniskarten zieht. Das sind die mit dem kleinen UFO drauf. Ne, das sind so, Ereignisse ist eigentlich das falsche Wort, aber es sind Encounters, also Begegnungen. Ja, da kommen Alien-Parasiten, irgendwas Schlimmes passiert, jemand von deiner Crew wird verletzt und dann muss man halt einen Würfel würfeln oder irgendwas bezahlen oder irgendwie Rohstoffe dabei haben oder Fähigkeiten der Crew oder so, um das abzuhandeln. Und da kann was Gutes dabei rauskommen, da kann was Negatives dabei rauskommen. Und da gibt es einen Doktor hier an Bord oder so, ne? Und da gibt es dann coole Sachen. Oder auch nicht, ja? Also ein Encounter kann ja so oder so ausgehen, je nachdem, was man dabei hat. So, was gibt's noch? Es gibt natürlich die Symbole für die Rohstoffe. Ich könnte Kristalle bekommen, ich könnte hier Metalle bekommen. Oder hier diese Einser und der Zweier, der da vielleicht irgendwo drauf ist. Das steht für die Sonderfertigkeiten jeder Fraktion. Wir haben vier Spieler und alle vier Spieler haben unterschiedliche Sonderfertigkeiten. Nämlich hier, ich habe hier die Blauen, das sind die Menschen, die haben einen Warpsprung. Ich bekomme zwei freie Warpsprünge, das heißt einfach praktisch weitere Bewegungen während meiner Kommandophase und darf Schäden ignorieren, die eventuell passieren, weil ich durch ein Asteroidenfeld oder so fliege. Das würde ich bekommen, das Recht, das zu benutzen, wenn ich den Einser gewürfelt habe. Mit dem Zweier würde ich das Recht bekommen, einen langen Reichweiten-Scan zu machen, und zwar, dass ich zwei neue Locations überall hinlegen darf, ja, also vier vom Stapel ziehen. Und für jeden, den ich praktisch ziehe, und das ist ein normaler Planet, bekomme ich ein Metall oder einen Erz. Ja. Das ist so meine Fähigkeit. Die Roten sind ein bisschen aggressiver, die werden irgendwas mit Angriff zu tun haben, während die Baumkuschler sind da drüben und Spieler Gelb ist, weiß ich gar nicht. Mal gucken. Das gibt's da drauf und das ist einfach, bringt so ein bisschen so ein, sagen wir mal, Ereignismoment ins Spiel, anstatt Ereigniskarten, vielleicht so Zufallsereignisse. Gibt da leere Seiten, da passiert nichts. Ne? Also es ist einfach nur so ein bisschen Varianz reinbringen. Und jetzt kommt der Hauptteil des Spiels, nämlich die Kommandophase, wo wir alles so tun, was man in so einem Spiel halt macht. Wir fliegen rum, wir bauen was, wir kaufen was, wir erledigen was, wir reparieren was, irgendwie so. Und diese einzelnen Tätigkeiten, die gehen wir jetzt alle mal durch, damit wir das mal gesehen haben. Fangen wir mal an mit der ersten Aktion, nämlich einfach das Bewegen, ja, also ich habe jetzt praktisch durch die Aufdeckaktion davor diese zwei Planeten entdeckt. Jetzt könnte ich mein Raumschiff, sage ich mal, nach Boga, einem Sumpfmond, bewegen. Und Bewegung heißt einfach nur ein angrenzendes Feld. Mehr kann das Raumschiff nicht. Außer natürlich, ich kaufe mir irgendwelche Technologien, wo, was weiß ich, habe ich hier irgendwie einen Sprungantrieb oder irgendwas. Ich kann auch jederzeit während meines Zugs, wo steht es denn hier hinten? Genau, ich kann immer einen Warpsprung machen, das kostet mich zwei Eisen oder halt alternativ ein Kristall. Dann durfte ich einen extra Move machen. Also da kann ich so viel ausgeben, wie ich habe und will. Aber mir reicht jetzt der Sprung von dort nach dort, um dieses System hier zu erkunden. Nächstes Spieler ist dran, macht auch irgendwas, bis ich dann wieder dran bin. Und dann könnte ich als nächstes sagen, ha, ich würde auf Boga gerne eine Botschaft bauen. Und hier kostet mich die Botschaft vier Metall. Dann dürfte ich die erste Botschaft draufsetzen. Mache ich doch glatt mal. Das wäre meine Aktion für diese Runde. Ich gebe auf meinem Tableau hier vier Metall ab und setze einen Botschaftswürfel drauf und sage, Boga, habe ich jetzt diplomatische Beziehungen. Und jetzt darf ich mir von Boga aus diesem riesigen Stapel Crewmitglied holen. Jetzt muss ich praktisch den Planeten Boga hier suchen. Genau, da haben wir es schon. Guck her. Und da das ja ein Sumpfplanet ist, sind die Bewohner halt irgendwie Froschviecher, ja, oder sowas. So, ich habe eine Botschaft gebaut, also darf ich Level 1 Botschafter oder Crewmitglied anheuern, nämlich den Kambu, den Sumpfschamanen. Der hat diese Fähigkeit, die steht für Kultur oder sowas. Lass mich gucken, ich vergesse das. Vergesst immer, was das heißt. Da kann man hier hinten schauen. Das ist ein Archäologe. Ich dachte immer, das heißt Kultur. Siehst du mal. Also, das ist ein Archäologe und da steht dann hier so lalala, schöne Story drauf. Das ist generell, also auf jedem Planet steht schön Flavortext, wenn man lesen will. Macht auch Sinn, den Log vorzulesen. Und der ist jetzt praktisch Teil meiner Crew. Der kann nicht viel. Der hat halt einfach Archäologiefähigkeit, ist Level 1. Mal gucken, was wir damit in Zukunft machen. Der gehört jetzt mir. Den lege ich zu meiner Crew dazu. Einfach. Oder falsch gesagt, auf die Hand nehme ich den. Also meine Crewmitglieder, mit denen ich was machen kann, nehme ich auf die Hand.
Das war die eine Suche, die ich zu starten habe. Eine zweite Suche ist den Planeten Boga. Gucke ich mir jetzt, dass ich den aus dem, hier ist er, aus dem Planetendeck raushole, damit ich ihn auf der Hand habe. Man sieht hier, das ist so ein sumpfiger Wasserplanet. Das ist ein Level 2 Planet. Er produziert Metalle einmal in der Runde, nicht viel. Und die erste Botschaft habe ich ja schon gebaut, deswegen bekomme ich ja diese Karte. Und hier ist es ein Beispiel Vorschau, die zweite Botschaft, die dritte Botschaft, was das kosten würde. Außerdem ist auch hier drauf nochmal der Level 1 Charakter, den ich hier anheuern kann als Crew, ist so ein Archäologe, den habe ich schon. Wenn ich upgrade, könnte ich so einen Typen da anheuern, der Navigator-Fähigkeiten hat, und zwar zwei Stück. Oder ich habe hier ein Biest und einen Solo-missionsfähigen Charakter. Kommen wir gleich drauf. Ne, das ist praktisch so eine Karte, die kann ich da mal nehmen. Ich zoome mal schnell raus. Bumm. Und Planeten und so, die mir gehören, die lege ich hier drüben hin, um zu zeigen, dort habe ich Botschaften. Das sind meine Planeten. Und irgendwo in die Nähe lege ich jetzt im Prinzip die zwei Typen da, weil die könnte ich ja später noch bekommen, damit ich sie nicht suchen kann. Habe jetzt praktisch in meiner Crew am Anfang des Spiels meinen Captain, mein Level 1 Mitglied, das mir halt von meinem Heimatplaneten zur Verfügung steht, das ist ein Roboter. Und ich habe jetzt noch diesen Frosch hier. Coole Sache, das ist meine Crew. Hurra, willkommen an Bord. Das habe ich jetzt gemacht. Das ist so, womit man seine Hauptzeit verbringt. Was kann ich noch machen? Ich kann Missionen abschließen. Schauen wir uns doch mal Missionen an. Cool, ich habe hier ja drei. Jeder hat immer drei Missionen vor sich liegen. Und ob das goldene, silberne oder bronzene sind, sucht man sich selber aus. Man kann drei goldene haben, aber man wird dann wahrscheinlich nie irgendwas schaffen. Gucken wir uns doch mal die bronzene Mission an. Das ist der einfachste. Lower Decks Mission Specialisten. Ein Raumschiff kann nicht laufen ohne seinen Captain, aber man darf die kleinen Leute nicht vergessen, die unten schuften in den niederen Decks vom Reinigen der Plasmakondens und den Bodenschrubben und die Cafeteria. Hauptsächlich Stuff, den du nicht machen möchtest. Um diese Mission abzuschließen, brauche ich Crewmitglieder, die diese Mission aufschließen. Und zwar brauche ich drei Crewmitglieder des Level 1. Scheiße, das ist ja nicht gut, weil ich habe jetzt, wo sind sie denn? Ich habe einen Captain, der macht das bestimmt nicht. Und ich habe einen Level 1 Roboter und ich habe einen Level 1 Schwammviech. Na toll, also warte, ich wohl noch weiterfliegen müssen, um nochmal ein Level 1 Viech zu holen, damit endlich mal jemand in den Lower Decks die Mission erledigt. Und wenn ich das erledige und vorweisen kann, ha, drei Level 1 Crewmitglieder, ist die Mission abgeschlossen. Ich bekomme zwei Siegpunkte sozusagen. Und könnte jetzt hier unten noch optionale Bonuspunkte bekommen, weil ich bekomme Bonuspunkte, nämlich ein Kristall, wenn bei dieser Mission, zur Erfüllung dieser Mission, zwei von diesen drei Crewmitgliedern Roboter waren, heißt das im Prinzip. Ah, da habe ich noch was. Mein Level 1, das ist ein Roboter. Also einen hätte ich schon, falls es jetzt schafft, nochmal irgendwo einen Roboter anzuheuern. Und die drei Nasen da machen dann den Job, dann bekomme ich noch den Bonus. Da kann ich drauf hinarbeiten. Das wäre jetzt praktisch das Thema Mission. Eine Level-3-Mission wäre, hab diese drei Fähigkeiten hier vorhanden und gibt die Crewmitglieder aus auf den Ablagestapel halt, die bekomme ich später wieder, dann hätte ich die Mission erfüllt. Bonuspunkte wäre, wenn ich an der Location angekommen bin, eines Planeten mit so einem Diamanten drauf, das steht wiederum für einen arkanen Planeten, also mit dem Raumschiff bei einem arkanen Planeten zu sein, und ich erledige die Mission, die hier steht, dann würde ich dafür ein Upgrade fürs Raumschiff bekommen. Cool, kann ich machen. Und hier ist so eine goldene, 6 Siegpunkte. Einen alten Roboter reaktivieren, eine historische Expedition vor vielen Jahren. Ich muss dort sein, auf dem Planeten mit Technologie. Ich brauche hier diese Fähigkeiten, also einen Haufen Crewmitglieder, die in der Summe von all ihren Levels zusammengezählt Level 10 bekommen. Mit den Fähigkeiten, dann habe ich das geritzt, krieg 6 Siegpunkte, hurra, hurra. Hier noch Bonus. Das macht man die ganze Zeit. Das sind im Prinzip Auftragskarten und ich habe, sage ich mal, Crewmitglieder, die ich auf diese Aufträge schicke mit ihren Fähigkeiten, gebe die aus und sage, hu, Siegpunkte. Kommt einem das irgendjemand bekannt vor? Ja, natürlich. Es gibt einen Haufen solche Spiele, die im Prinzip so funktionieren. Sagen wir mal einfach so das Naheliegendste, was mir jetzt einfach mal einfällt. Komplett anderes Setting, aber Lords of Waterdeep zum Beispiel. Ne? Ich habe Questkarten, da steht irgendwas drauf, da brauche ich drei Krieger, zwei Diebe oder so. Die hole ich mir, gebe sie ab und Auftrag ist erledigt. Der Unterschied ist hier, dass
Die Leute, die ich benutzt habe, um den Auftrag zu machen, die gebe ich nicht ab, die sind nicht fort. Die kommen in meinen Transitbereich und sind dann mal von meiner Hand weg. Ich habe sie jetzt nicht mehr. Wenn meine Runde komplett vorbei ist, dann kriege ich die wieder auf die Hand. Und reden wir gleich mal über diese Bereiche. Durch Ereignisse oder durch Gegnerspieler könnte einer meiner Crewmitglieder verletzt werden. Sagen wir mal, Kambo wird jetzt irgendwie verletzt. Dann lege ich ihn nicht in den Transitbereich, sondern ich lege ihn hier drüben in die Krankenstation. Da liegt er dann, ich habe ihn nicht mehr. Wenn die Runde vorbei ist, kommt er von der Krankenstation rüber in den Transit. Und wenn die Runde vorbei ist, kommt er ja vom Transit wieder zurück auf meine Hand. So muss man praktisch mit den Leuten planen, wenn die dann nicht mehr da sind. Wo ist denn mein Captain? Genau. Es gibt so Charaktere, meistens sind es so Level 3 Charaktere oder halt der Captain, die haben das Symbol da. Und das bedeutet, die sind solo-missionsfähig. Die sind so erfahren, die können auch mal alleine losziehen und was erledigen. Und zwar ist das jetzt die Fähigkeit von der Solo-Mission. Ich gebe diese zwei Kristalle aus, dann darf ich zwei neue Location-Tiles überall hinsetzen und mich sofort mit meinem Raumschiff dorthin teleportieren. Würde heißen, während des Zuges, also eigentlich, wenn man das gar nicht tut, nimmt man zwei, legt sie irgendwo hin und bumm, schippt ein Raumschiff dort rein. Kann man machen, ist relativ mächtig. Nachteil ist, dass sie mit all ihren Fähigkeiten, die sie mitbringt, dann hier unten auch geparkt werden muss in den Solo-Missionen, Rückkehrstapeln. Das ist das gleiche wie die Sigbay. Ich brauche eine Runde, dann kommt sie hier hoch und danach kriege ich sie zurück auf die Hand. Und da gibt es schon relativ mächtige Charaktere, aber man gibt halt Zeit dafür aus, dass die ein Weilchen weg sind. Die fehlen einem nachher. So, springen wir mal weiter. Ressourcen einsammeln könnte ich noch. Also aus dem Beispiel von vorhin, ich habe den Planeten hier ja produzieren lassen, ich war aber nicht da. Jetzt komme ich vorbei und sage, ah, da liegt ja noch das Zeug, das ihr auf Halde produziert habt, das nehme ich jetzt mit. Und es war halt das, was der Planet so produziert, nämlich ein Metall, habe ich jetzt abgeholt. Das ist auch eine Sache, die man machen kann. Und man kann natürlich Einfluss und Ressourcen ausgeben in seiner Aktion, um verschiedene Dinge zu tun. Allen voran habe ich ja schon gesagt, man fliegt einfach weiter, ne? Also mit Warp-Antrieb. Man kann aber natürlich auch Upgrades kaufen während seiner Runde, einfach so. Und das sind ja diese Dinge, die hier liegen. Die funktionieren primär mal so. Jetzt gucken wir mal. Ich kaufe mir diesen Dienstroboter, den würde ich dann hier reinlegen. Solange ich den im Raumschiff habe, habe ich dauerhaft dieses Symbol, was für eine Quest oder für so eine Auftragskarte wichtig sein könnte. Außerdem haben alle diese Sachen so einen Effekt. Ich kann den abwerfen, um diese starke Fähigkeit hier auszulösen, dann ist er halt weg. Und zwar, dass ich einem meiner Crewmitglieder eine Fähigkeit meiner Wahl für die Dauer einer Runde geben kann. Beispiel, ich habe hier drei Nasen beisammen, brauche aber einen Wissenschaftler für das Erledigen von so einer mächtigen Mission. Ja, mir fehlt der Wissenschaftler, da komme ich jetzt so schnell nicht ran. Dann werfe ich diese Karte ab und sage, hey, du bist jetzt eine Runde lang ein Wissenschaftler, weil der Roboter dir unter die Arme greift und dann bist du weg und das reicht, um den Auftrag zu erledigen. Durch andere Spieler, hauptsächlich die Roten, können auch Schäden entstehen im Spiel. Also ich kann angegriffen werden und dann geht irgendwie, so wird so ein Feld halt mit roten Fehlermarker belegt und die Fähigkeit, die da drunter liegt, falls deine wäre, die wäre jetzt natürlich nutzlos, bis das repariert ist. Und es hat halt irgendwelche Nebenfähigkeiten. Ich habe hier einen Triebwerkschaden. Ja. Ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kann mich teleportieren und Solo-Fähigkeiten benutzen, aber bis das Ding repariert ist, für diese Fähigkeit da, für diese Kosten, liegt es mir praktisch da drauf und blockiert mir auch Fähigkeiten. Und so kann man die praktisch hier wegbekommen. Reparieren ist nämlich auch eine Aktion, die man einfach so machen kann in der Kommando-Phase. Und die kostet unterschiedlich. So, und dann haben wir noch gar nicht über das Thema Einfluss gesprochen. Machen wir gleich vorher noch einen Roboter reprogrammieren. Das ist auch relativ cool. Falls man einen Roboter hat in seiner Crew, wie ich jetzt hier, das ist ein Roboter, den kann ich programmieren, indem ich zwei Kristalle ausgebe. Und dann sage ich, du Roboter, du hast jetzt nicht mehr die Fähigkeit, sondern du bist jetzt ein Doktor, ja? Dann ist das jetzt zukünftig ein Doktorroboter sozusagen. Ja? Und dann würde ich dann umprogrammieren und sagen, du, für die Erfüllung einer Mission bist du jetzt ein Doktor. So ähnlich wie das, was ich vorher mit der Technologie mache. So, Einfluss. Wie kommt man überhaupt an den Einfluss ran? Das ist ja hier diese
diese Ressource. Ich bekomme immer Einfluss, wenn ich eine Botschaft baue. Das habe ich vergessen zu sagen. Als ich diesen Würfel hier draufgesetzt habe, hätte ich dafür auch noch einen Einfluss bekommen. Hurra! Einfluss kann ich ausgeben, um eine Missionskarte, die hier liegt, die mir nicht schmeckt, die ich doof finde, zu ersetzen gegen eine neue. Könnte ich machen. Ich könnte eine neue Ort platzieren hier im Laufe des Spiels, neben dem, wo ich gerade bin, ne, damit da einfach was da ist. Wenn das geht, natürlich. Ich kann generell 2 zu 1 Ressourcen austauschen in der Runde. Also Ressourcen, es gibt ja bloß im Prinzip Kristalle und Dinge, aber ich könnte die 2 zu 1 tauschen. Und um das zu machen, müsste ich einen Einfluss ausgeben. Also das ist schon ziemlich teuer. Und falls ich bei dem Sensor-Dice Würfeln nicht so gut gelegen habe oder nicht zufrieden bin, könnte ich eins ausgeben, um nochmal zu würfeln, einen davon. Oder 3 ausgeben, um eine geheime Mission zu ziehen. Eine geheime Mission hört sich jetzt toller an, als es ist. Das ist im Prinzip genau das gleiche wie diese Mission, die man so hat. Aber die sind halt offen, die sind publik, die liegen rum. Jeder kann sehen, was ich arbeiten möchte und worauf ich hinarbeite. Und mit einer Secret Mission könnte ich mir einfach nochmal eine Karte ziehen. Aber die bleibt dann verdeckt in meiner Hand. Keiner kann da reingucken, was da ist. Die kann ich in Ruhe machen, ohne dass da irgendjemand mir da ans Bein pinkelt. Das ist jetzt, ich meine, eine nette Theorie, wie wenn jemand Zeit hätte zu gucken, was der andere für Karten hat, um ihn zu behindern. Da hat man gar keine Zeit dazu. Aber es gibt ja Leute, die machen sowas. So, und das ist im Prinzip schon alles. Also, wir sind schon durch jetzt mit dem Spiel. Danach wird halt aufgeräumt und aufgefüllt und Karten werden zurückgenommen auf die Hand und dann geht es wieder von vorne los. Wir haben hier einen Rundenmarker, der wandert dann nach vorne. Und hier sieht man auch, wie lange das Spiel dauert. Wir spielen nämlich 8 Runden. Und dann ist das Spiel rum. Also ganz einfach gesagt, 8 Runden wurden gespielt. Und hier noch der Hinweis, in den ersten 3 Runden ist das Bauen einer Botschaft vergünstigt. Das Spiel will, dass das am Anfang ein bisschen flotter geht. Da zahlst du nämlich 3 Erz oder Metalle weniger für die erste Botschaft. Dann später -2, -1. Und ab der 4. Runde musst du den vollen Preis bezahlen. So, jetzt habt ihr es vielleicht gesehen. Ich habe es ja gar nicht so rumliegen gehabt, sondern so rum. Und jetzt kommen wir zu den Varianten. Weil das Grundspiel vielleicht für erfahrene Spieler schon ein bisschen dünn ist, kann man hier praktisch jetzt auch noch Sachen reinbringen, nämlich Ereignisse und private Missionen und irgendwelche ja, Naturkatastrophen vielleicht, ne? Also es gibt hier diesen Stapel von Ereignissekarten und die werden in bestimmten, in der Runde 3 und 5 werden da welche gezogen. Und da was das ist, da kann da irgendwie ein durch ein Wurmloch kommt ein riesiges Tentakel raus und super Sache und so. Und dann gucken wir mal, was das macht. Wo ist das denn? Da-da-dum. Und da-da-da. Das hat halt Einfluss auf den, wenn man durch Wurmlöcher durchfliegt, habe ich ja noch gar nicht gezeigt, weil gar keine da sind. Es gibt ja Wurmlochkarten. Hallo. Hier, die da. Da kann man nämlich reinfliegen und kommt woanders raus. Und außerdem kann man da auch anhalten und Kristalle praktisch abernten. Und wenn dieses Ereignis praktisch im Spiel ist, dann ist das so ein Tentakel und das hindert einen daran, das alles so zu nutzen zum Beispiel. Ja. Also das kann alles Mögliche sein, oder dass Monster gezähmt sind und irgendwelche Piratenangriffe oder irgendwie sowas. Dann können geheime Missionen sein, zum Beispiel eine Endgame-Objective, kannst du mit ins Spiel reinnehmen. Hab die meisten Upgrades auf dein Raumschiff am Ende des Spiels. Dann bekommst du praktisch hier erster, zweiter, dritter Platz Punkte am Ende vom Spiel. Oder hab die meisten Location-Cards mit Botschaften drauf. Hab die meisten gleichen Sorten von Botschaften auf Planeten. Irgendwie so, auf sowas kann man hinarbeiten. Jetzt ist vielleicht noch die Frage, ja, kann ich denn eine Botschaft bauen in dem System von dem anderen Spieler? Ja, das geht. Sagen wir mal, der blaue Planet, da kommt der rote darüber und sagt, er möchte hier eine Botschaft bauen. Dann kann der das tun. Aber das bringt ihm so dahingehend gar nichts, weil er bekommt die Planetenkarte nicht, weil die gehört ja mir. Und er darf auch keine Crewmitglieder anheuern, weil das ist ja meine. Er kann einen Würfel, maximal einen drauflegen, nicht zwei oder drei. Nur aus dem Grund, dass er da beim Ressourcengenerieren mitschmarotzen kann. Also bei der Ressourcengenerierphase würde er auch auf diesem Planeten den Rohstoff bekommen.
wenn er da ist, um ihn abzuholen zum Beispiel. Das ist das Einzige, wo man anderen Leuten noch einen Würfel reinlegen kann, aber es ist kein aktiver Angriff oder irgendwie, man schädigt den anderen nicht. Ja. Das kann man schon machen. Kann auch fürs Endziel irgendwie auch wichtig sein, das zu tun. Ja, was gibt's noch? Ich habe ja schon gesagt, man kann zu den Planetenblättchen hier auch noch legendäre Ziele reintun oder halt diese Gefahren da. Das sind Sachen, die man mit einbauen kann ins Spiel. Man kann Level 4 Charaktere, die habe ich da drüben in die Box reingelegt. Man kann Level 4 Charaktere noch einbauen, die super mächtig sind, falls einem die 1 bis 3 nicht reichen. Fragt mich jetzt aber gerade nicht, wie ich an die rankomme, weil es gibt ja bis zu 3 Level pro Planet. Habe ich ganz vergessen tatsächlich. Und dann gibt es noch diese Dinger hier. Auf diesen epischen Planeten da, wo irgendwelche Alien-Artefakte drauf sind, gibt es dann auch noch diese Karten hier. Das sind im Prinzip so Technologien, die man findet und einbauen kann in sein Schiff. Ne? So Artefakte oder sowas. Die kann man halt auch da rein tun. Das bringt auch recht viel Abwechslung rein ins Spiel. Und dann gibt es natürlich noch einen Solo-Modus, wo praktisch so ein automatisierter Drohnenspieler mitspielt. Den weiß ich jetzt nicht, wie er funktioniert, da kann ich nichts dazu sagen. Aber dass man sich halt mal merkt, das ist im Prinzip ein Weltraum-Entdeckspiel. Man fliegt im Prinzip nur rum, deckt Planeten auf, besiedelt diese Planeten, heuert Crewmitglieder an. Mit diesen Crewmitgliedern hat man dann Fähigkeiten an Bord, um Außenmissionen zu erledigen, die durch schönen Flavortext und so Background-Story und sowas erfüllt sind, damit man Siegpunkte generiert. Dann kann man noch ein bisschen sich upgraden, hochleveln, sag ich mal. Und dann nach 8 Runden ist das Spiel aus. Das ist alles, aber mehr will das Spiel auch gar nicht sein. Also die komplette Komponente mit Angreifen und anderen Leuten Planeten wegnehmen oder so oder ausbeuten oder so gibt es hier nicht. Das ist ein 2X-Spiel, nämlich Expand und Explore, sag ich mal. Das ist alles, was es gibt. Und wenn man da mal Lust hat, so auf eine gemütliche Runde ohne viel Stress, dann kann man das machen. Im Prinzip ist es auch ein bisschen ein Wettrennen, wenn die anderen einem schon die guten Planeten wegnehmen, weil man selber da zu lang irgendwo rumdümpelt. Aber der Weltraum ist groß genug für alle und da geht es praktisch nur um, wie stelle ich meine Crew zusammen, damit ich Aufträge erledige, die am meisten Punkte bekommen. Ja, das ist Stellar Expedition. Ihr habt gesehen, das Spiel ist Englisch noch. Teil des Kickstarters war aber ein Ziel, das ist relativ früh freigeschaltet worden, dass es auch auf Deutsch rauskommt. Die deutsche Anleitung ist aber noch nicht fertig. Kommt demnächst als PDF, ist wohl in den letzten Zügen. Anleitung habe ich gesagt, richtig. Also es wird ein PDF geben zum selber runterladen, selber ausdrucken der Anleitung auf komplett Deutsch. Das Spielmaterial so an sich, die Missionskarten, Flavortexte werden auf Englisch bleiben, dass das schon mal klar ist. Die Anleitung die ist schön geschrieben. Man merkt schon, dass der Autor ist, glaube ich, Holländer oder sowas. Das merkt man manchmal schon. Das ist auf Englisch, ne? Und die Formulierungen sind manchmal ein bisschen strange. Ein paar Sachen sind ein bisschen unklar. Aber es ist gut bebildert, umfangreich und erklärt eigentlich alles Schritt nach Schritt. Das ist alles ganz fein. Das ganze Spielmaterial ist jetzt halt leider auch durch den Kickstarter, das sind gerade nur 400 oder so Leute gewesen, die da mitgemacht haben, nicht so. Die Qualität ist jetzt nicht schlecht. Das sind ganz normale Spielkarten, die sind auch gute Qualität, ein bisschen dünn. Aber es gab halt die Stretch-Ziele, dass das mit Leinen-Finish und alles Mögliche hätte sein sollen. Das ist leider nicht passiert. Es ist extrem zufriedenstellend, das Material ist voll in Ordnung. Ich habe ja als Kickstarter-Bonus noch diese Holzraumschiffchen hier. Normal sind das bloß Pappaufsteller. Und außerdem werden einem STL-Dateien zum selber 3D-Ausdrucken Raumschiffe mitgeliefert. Kann man schon machen. Die Botschaften, diese Holzwürfel, sind jetzt natürlich nicht so super beeindruckend. Aber am schlimmsten ist halt dieses Spielertableau von seinem eigenen Raumschiff, wo halt die Ressourcen hier so rumrutschen, wenn man sie mal aus Versehen anrempelt. Das klassische Terraforming-Mars-Problem, würde ich mal sagen, ja. Da wäre Double Layer oder irgendwie schon viel besser gewesen oder eine andere Lösung. Schade. Aber zum Spiel an sich eine wunderbare, feine Sache. Das spielt sich relativ chillig, weil man da so, man fliegt ein bisschen rum, man entdeckt, oh, was ist denn das für ein toller Planet? Interessant, da gibt es die Crewmitglieder. Das trifft sich gut, weil ich habe nämlich hier 3 Aufträge liegen. Da muss ich hier ein paar Heuschrecken auf diesem Dschungelplaneten besiegen oder so. Dazu brauche ich Leute, die mit Waffen umgehen können. Perfekt, kommt mal mit. Und dann baust du eine Crew auf, gehst da dorthin, erledigst die Aufträge, fertig, Siegpunkte, bumm.
Und ich habe es ja schon während dem Video gesagt, das hat mich dann stellenweise schon so an eins meiner Lieblinge so ein bisschen erinnert, Lords of Waterdeep. Im Prinzip mache ich da, wenn man das jetzt mal so runterbricht, auch nichts anderes. Das ist ein Worker Placement Spiel. Ich gehe dorthin, besorge Ressourcen, also in dem Fall wären es halt Krieger und Magier und sowas. Hier sind es Crewmitglieder, mit denen ich dann, die ich benutze, um Aufträge zu erfüllen, weil es die richtige Sorte von Leuten sind. Aufträge, Siegpunkte, boom, fertig. Und hier ist halt praktisch so ein bisschen die Grundmechanik ist ähnlich. Ich fliege so rum, mache so Sachen, setze dort Botschaften ein, um diese Crewmitglieder anzuheuern. Die haben Fähigkeiten 1, 2, 3. Und die brauche ich dann für Aufträge. Mit dem Unterschied, dass diese Crewmitglieder danach nicht abgeschmissen werden und sind für immer weg, sondern die sind dann halt auf dieser Mission mal eine Runde lang praktisch gesperrt und kommen dann wieder zurück auf mein Schiff, sodass ich sie immer wieder verwenden kann. Und das ist relativ gemütlich. Das Spiel ist nicht wirklich feindselig. Der rote Spieler ist halt ein bisschen aggressiver ausgelegt von seinen Fertigkeiten. Der kann ein bisschen mehr Schaden machen bei anderen, also die behindern. Und ansonsten nimmt man sich vielleicht primär mal die Planeten weg, weil einer schneller ist als der andere oder so. Und das Spiel will ja, dass die Aufträge offen rumliegen, sodass man gucken kann, aha, der braucht jetzt, oh, wenn der jetzt den Planeten kriegt, kann der den Auftrag erledigen, das lasse ich nicht zu, ich gucke, dass ich ihn zuerst bekomme. Das ist so eine Art von Spiel, aber da hast du ja selber gar keine Zeit dazu und vor allem den Überblick über drei andere Spieler auch noch zu halten, das ist schon mühsam. Ich finde das Basisspiel, so wie es aus der Schachtel kommt oder wie es halt von der Anleitung empfohlen wird, schon ein bisschen simpel. Das ist relativ schnell, dann hat man alles gesehen. Deswegen kann man modular viele Sachen noch reintun, damit es ein bisschen gewürzter ist, nämlich persönliche Endziele oder asynchrone, das habe ich gar nicht gezeigt im Video vorher. Es gibt noch so kleine Blättchen, da kannst du asynchrone Fähigkeiten deiner Rasse noch hinzufügen, dass die Ausgangsvoraussetzungen schon ganz unterschiedlich sind. Das würde ich empfehlen. Dann Ereigniskarten, dass dann noch ein bisschen was Globales passiert. Und natürlich ein paar so schwarze Löcher und Asteroidenfeld und so haben noch niemand geschadet. Würde ich schon mit rein ins Spiel nehmen. Das macht es jetzt nicht unbedingt komplizierter, aber es bringt mehr Vielfalt rein. Und dann kann man das ab und zu mal gemütlich vor sich hinspielen. Das wird jetzt nicht so der Mega-Wurf sein, befürchte ich so auf Dauer, weil es dann doch schon zu viel desgleichen immer ist. Aber für die Quote, wie wir hier immer die Spiele spielen, kommt es ab und zu mal auf den Tisch und dann ist es genau richtig. Ja. Von daher, wen mal 4X interessiert, ohne dass viele kämpfen und ausrotten und so, und das mehr so chillig nebenbei, so ein bisschen Whisky trinken, ein bisschen Weltraum erforschen und sich freuen, huch, was kommt denn da Cooles raus, das nehme ich mir, dann ist Stellar Expedition genau richtig. War ein Kickstarter, von daher weiß ich nicht, wie es im Retail irgendwie verfügbar sein wird, aber wenn es euch interessiert, wisst ihr jetzt, dass es das gibt und haltet mal die Augen offen. In diesem Sinne, bis bald, tschüss.